Stuttgart 21 muss unbedingt gestoppt werden. Technisch ist diese Lösung der K21-Lösung unterlegen. Die einzigen, die einen Vorteil haben, sind die Grundstücksbesitzer, die mit den Immobilien spekulieren. Baden-Württemberg hat ein die sozial schwächeren Kinder stark benachteiligendes Bildungssystem, ein dreigliedriges Schulsystem, wo für die sozial schwächeren Kinder nur die Hauptschule bleibt. Wir stehen für Bildungsgerechtigkeit und wollen Ganztagsschulen und Gemeinschaftsschulen, und zwar flächendeckend im ganzen Land. Die Finanzen sind dadurch gekennzeichnet, dass öffentliche Armut herrscht und privater Reichtum. Das wollen wir durch Einführung der Vermögensteuer verbessern. Bei einer Vermögensteuer würde für das Land Baden-Württemberg 18 Milliarden abfallen. Außerdem könnte man hohe Milliardenbeträge aus dem Projekt Stuttgart 21, das gekippt werden muss, an anderer Stelle besser einsetzen. Beim Klimaschutz werde ich mich einsetzen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Außerdem sollte noch erheblich mehr bei der Wärmedämmung, was zur Energieeinsparung führt, gemacht werden. Sie sollten mich wählen, weil ich für soziale Gerechtigkeit stehe und nach der Wahl nichts anderes machen werde, als ich vor der Wahl versprochen habe.